wird dann immer wieder gefragt, ja, was das alles ist, ja, das Pro-Life und die Bücher des Lebens, die Stiftung George Grow, ja, wo das alles hinführen soll. Natürlich in ein besseres Leben. Ja. Life Improvement, Lebenskunst. Und zwar mit ganz neuen Ansätzen. Das heißt, die Tradition ist beiseite geschoben. Ja. Also ganze Ideologie vergessen. Ja, da haben wir ein großes Stichwort, das ist die Integralität. Das heißt, wir sind ja eigentlich eine Komplementärkulturbewegung. Das heißt, die Kultur, so wie wir sie kennen, der fehlt ja jede Menge. Da wird ja durch den Zeitgeist, durch die Medien, durch den Usus, ja, und das, was halt so vorgegeben wird durch die Industrie, durchs Megakapital, wen auch immer, wird ja ausgeblendet, ganze Lebensbereiche. Ja, und die sollte man wieder aufnehmen, um auch sein Glück vollständig entfalten zu können. Überhaupt einmal dem Glück zu folgen. Denn welchen Dingen folgt man denn tatsächlich? Ja? Welchen Dingen folgt man denn? Ja? Wahrscheinlich weiß man gar nicht, was man folgt. Ja? Man muss natürlich dem Glück folgen. Und das Glück ist nicht irgendetwas Bleibendes. Ja? Das Glück ist nicht eine Zufriedenheit. Ne? Da ist der Frieden eh schon zu. Ja? Oder irgendeine Ausbildung. Ja? Aus mit der Bildung. Ja? Das trägt alles bei. Aber das Glücksmanagement, das Glück, ja, das ist ja, wie sagt man, wie ein Vogel, ne? Der einem zufliegt. Und der möge uns auf jeder Ecke, auf jeder Straßenecke, möge uns der Vogel zufliegen und am besten gleich hier auf der Schulter sitzen. Ja? Und wenn er uns einmal das eine oder andere Mal ankackt. Ja, das Glück ist etwas, das kommt aus dem Ganzen herunter in deine Hand. Man kann das Glück provozieren, man kann Glückmanagement wieder. Wir sind ja auch eine Aussteigerbewegung und eine No-Work-Organisation. Das heißt, möglichst nicht arbeiten und möglichst aussteigen aus diesem Hamsterrad. Gegenwärtig ist wirklich ein starker Zug zu beobachten, weg aus Europa. Das ist ein Fluidum, wo man gar nicht eigentlich sein sollte. Ja. Außer man kann sich da wirklich davor bewahren. Aber das ist meistens eine Täuschung. Ne? Also eine beschränkende Gesellschaft produziert beschränkte Menschen. Und man glaubt, man steht drüber, man hat es in der Hand. Ne? Man kann sich da irgendwie durchmanövrieren, aber letztendlich bleibt so viel hängen. Also man kann nicht in den Dreck greifen und mit sauberen Händen nach Hause kommen. Wir sind eine Aussteigerbewegung, moderne Spiritualität, und zwar von der Pike komplett neu, oder Religion, eine Religion, die auf guten Ritualen basiert. Ja. Rituale, also man kann sagen Experimente, ja, wiederholend und tiefer vordringen. Ja. Wohin geht das Ganze? Ja. Die Welt, die also ganz andere Eigenschaften hat, als wir sie herkömmlich kennen, nämlich in ihren Einzelteilen. Die Leute hier machen, was sie wollen, ja. Sie leben purer wieder. Und da gibt es viel Toleranz. Ja. Also bei so viel Freiheit braucht man auch viel Toleranz. Die gibt es hier. Hier fällt dieser ganze Druck weg, den man ja schon in der Schule aufgebürdet bekommt. Ne? Mit Lernen und Konkurrenzgeist. Rausholen, optimieren. Was brauchen die Leute da? Sie können die Leute oft nicht einmal richtig lesen und schreiben, ja? Und gehen auf die Uni und da lernen auch einen Beruf und leben davon. Ja? Easy go! Easy go, eine Leichtigkeit ins Leben bringen. Ja? Es sind so viele Dinge, die man realisieren kann. Es ist ja in Wirklichkeit, ist ja die Lebenskunst, ja, ein riesiges Konglomerat, da weiß man gar nicht, wo man anfangen und enden soll. Und deshalb ist es gut, wenn man einen Guide hat. Ja, in unserem Fall die Bücher des Lebens. Ja. Also das Schlimmste ist ja, völlig bedeutungslose Dinge zu tun, immer wieder dasselbe zu tun, nicht mehr
zustande zu bekommen, als weiß ich nicht, sich das Lebensnotwendige zu erhalten und weiß nicht, eine Leasingrate zu bezahlen. Ja, die Stiftung stellt uns ja auch Verdienstmöglichkeiten zur Verfügung als Grohau-Partner. Kann man wirklich, es sind Leute, die wie David hier gleich über 20 Kilometer oder auch in Tamarindo sind schon zwei, die die 8000er Hürde gekratzt haben, zwei Companeros, ja, Stiftungspartner. Wir haben auch Kommandantes, das sind dann die Seniorpartner, die können sich selbst einbringen, ihre eigenen Leben, ihre Person auch selbst, ob das jetzt Retreats sind oder Workshops sind. Wir haben Material für Ausstellungen. Es läuft gegenwärtig, läuft eine Ausstellung und eine wird angebahnt, der George Grow Effekt. Es ist, wir haben einen Fundus und aus diesem Fundus kann man die Dinge herausziehen, noch adaptieren, weiterentwickeln, sein eigenes Zeug dazugeben. Auf jeden Fall unter dem Vorzeichen, ja, des persönlichen Wachstums und dem Wachstum damit auch der Gesellschaft. Ja, folge dem Glück. Überleg dir das alles. Ja, das ist ein Prozess. Also für mich hat sich so dargestellt, dass ich eigentlich, bevor ich jetzt nach Indien gegangen bin und studiert habe, weil ich einfach nur weg wollte aus diesem Europa, aus diesem reduzierten, pseudoreichen Leben, mich verabschiedet habe, einfach weil ich leben wollte. Ja, und nicht nur immer dasselbe, immer denselben Tag, wiederholend und dieselben Menschen, die mir eigentlich schon seit der Schule auf die Nerven gegangen sind. Sondern, ja, ich wollte leben und wachsen. Es war mal ein innerer Ausstieg da. Es ist der innere Ausstieg, dass ich eigentlich mich nicht wohlfühle in, man sagt das unbehagen in der Moderne, na, man fühlt sich nicht wirklich wohl. Man sieht keine Entwicklungsmöglichkeiten, ja, ein Fortschritt schon, dass vielleicht das Einkommen ein bisschen größer wird und so, aber kein Entwicklungspotenzial, also nichts, was einen wirklich froh und wirklich, richtig glücklich macht, ja, dass man sagt, dass man stolz ist auf sich und ja, Erfüllung halt, Erfüllung. Und da ist der Maxi-Ball. Das ist so schön. Das ist das hässlichste Gebäude hier und das ist in grün gehalten. Selbst das fügt sich hier in die Landschaft ein. Es ist so schön, alles anzusehen. Ich bin jetzt am schlimmsten Platz. Aber es ist nicht zu hoch gezogen. Es ist viel Natur hier. Es ist, wir fühlen uns einfach gut und wohl, Leute. Wunderschön, ja, einfach und schön. Der innere Ausstieg. Also ich war schon gegen Kultur, bevor ich jetzt nach Indien und Costa Rica gegangen bin. Und der innere Ausstieg, da muss schon eine gewisse Distanz da sein oder Skepsis, ne, gegenüber dem aufgezwungenen Leben. Die elektronische Währung in der Europäischen Union, also die Bargeldabschaffung und Negativbesteuerung, wenn du das Geld nicht ausgibst in einem Monat, kriegst du gleich Strafe aufgebrummt, werden da gleich Prozente abgezogen, Monat für Monat. Ja. Die absolute Kontrolle und Sklaven. Also das hat sich schon, bahnt sich ja schon seit langem an und da bin ich schon längst ausgestiegen von dem Wahnsinn. Ne? Und da die schon längst nichts mehr zu tun haben. Und also da, wenn du fühlst, ja, dass du da fehl am Platz bist oder dich nach was anderem sehnst, trübsinnig bist, viele Depressionen haben wir in Europa und in den USA, ja, Trübsinnigkeit und immer Zank und so ein beschwertes Leben. Ja. Die Leute glauben, sie leben im besten Land der Welt. Ja. Das wird einem von der Politik in allen weiß gemacht, auch in Indien, ja, oder auch in Costa Rica hier. Ne? Wobei hier, da gibt es ja wirklich Indexe, die das bestätigen. Auch hier sind die ältesten Menschen der Welt, da lebt man auch gesund, hier lebt man sich gesund. In Europa, da lebt man sich ja krank und traurig. Ne? Traurig.
Und wenn da das Gefühl eines inneren Ausstiegs da ist, ja, dass man sagt, na, eigentlich, ja, dann sollte man es wagen und sollte man dem Glück folgen. Vielleicht sich einstimmen mit den Büchern des Lebens, um zu sehen, was in Wirklichkeit alles noch da ist. Ja, man glaubt ja, es ist nur das da, was man angreifen kann und so. Ja, es ist ja viel mehr da. Die Bücher des Lebens eröffnen neue Horizonte. Es ist das Lesen in der vierten Dimension. Bitte nicht auslassen. Lesen, fleißig lesen. Die Bücher des Lebens bei Amazon erhältlich. Komödien, Romane, Liebesromane, Mystery-Thriller und Sachbücher, wo es einem alles mit axiomatischen Wahrheiten, also nichts Ideologisches, sondern wenn man drauf gestoßen wird mit der Nase, ja, dann sagt man, ah, ja. Ja, also ganz so weit sind wir gekommen in Wirklichkeit in unserer Gesellschaft, dass wir das Naheliegendste nicht mitbekommen haben. Und da helfen uns die Bücher des Lebens auf die Sprünge, auch zu zeigen, dass ein ganz anderes Weltbild viel besser funktioniert und uns eben glücklicher macht. Und ja, und mit der Stiftung George Grow oder ohne, dem Glück folgen, vielleicht sogar als Aussteiger, zuerst als innerlicher Aussteiger, eine Gemeinschaft, eine Familie sind wir, Brüder und Schwestern, und ja, und gemeinsam bringen wir was weiter. Es gibt Möglichkeiten, auch in Nicaragua haben wir Headquarters. Wir haben hier drei Headquarters, Santa Cruz, Tamarindo und Coco Beach in Ungarn und in Indien. Ja, also als Partner, übrigens, wer Partner werden will, liest vier Bücher des Lebens. In einem Gespräch wird nachgesehen, ob ihr wisst, um was es wirklich geht. Ja. Dann gibt es einen Kontrakt und dann kann man echt fettes Geld verdienen, denn die Welt dürstet nach dem Grow, ja, und nach einem neuen Konzept, ja, einem wahrhaftigen Konzept, ja, und nach Möglichkeiten und Ausblicken, ja, an denen man beteiligt sein kann. Ja, die Menschen suchen das Glück, nur, ja, wo ist es, ja. Vielleicht beginnend wirklich mit den Büchern des Lebens auf Grow Live, schaut euch um. Und die Stiftung George Grow, Foundation George Grow ist ein Stichwort. Und ich hoffe, wir sehen uns jetzt bald wieder. La música que suena en la que enciende, yo te feta la parada.